Zeit für Grusel. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine weitere Runde. Questerium. Düstere Dreifaltigkeit. Oh, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Questerium HD. Wir wollen nicht vergessen, dass HD immer noch heißt 720 Pixel. Ja, also 27p. Ja, und es ist die Sammlerausgabe. Oh, wow. Es ist ganz schön laut. Es ist die Sammlerausgabe. Ja, wir spielen also Qualität. Wir spielen nicht irgendwas rein in den Spaß. Ich drück mal auf Spielen. Mal gucken. Wo waren wir denn eigentlich? Das ist das Problem, wenn man Pause macht bei Wimmelbildspielen. Die haben einfach so einen geringen Bedeutungswert in deinem Gehirn, dass das Gehirn das sofort in den tiefsten Schubladen ablegt, ja? Und du weißt aber, was war denn die Story gerade nochmal? Dr. Dingens? Dr. Gustav? Dr. Gustav und dieser andere Typ und dann die Familie mit Schulterschuh-Blitzmann. Schulterschuh-Blitzmann! Ich erinnere mich dran, unser Freund. Ich hoffe, wir sehen ihn wieder. Und wir waren gerade jetzt dabei, Dinge zu tun und ich weiß aber nicht mehr was. Wir haben im Inventar einen Fahrstuhlknopf, einen Motor, einen Lautsprecher, eine Batterie und ein Allzweckmesser, das nicht verschwindet, wenn man es benutzt. Und das ist der größte Schatz in einem Wimmelbildspiel, den man haben kann. So, ansonsten hier war der Rückgehknopf. Der heißt so, Rückgehknopf. Und ich wusste ansonsten, Geschäft. Ich wusste ansonsten auch nicht mehr genau, wo es hier weiterging, ne? Wisst ihr das noch? Ich gucke ab und zu mal, hallo YouTube, ne? Liebe Grüße. Ich gucke heute ab und zu mal in den Chat, denn ich habe es nötig. Wir brauchten... Achso, das ist eine Lichtmaschine? Nee, Motor. Lautsprecher. Eine Lichtmaschine? Wo sieht er eine Lichtmaschine? Okay, YouTube, es tut mir leid, ich werde Chat nicht mehr fragen. Ich glaube, das führt zu nichts Gutem. Ich glaube, dann wird das Spiel einfach doppelt so lang und das ist... Oh, es funktioniert nicht. Wir brauchen dafür eine Kur... Warte mal. Achso, da fehlt wahrscheinlich ein Hebel, ne? Da steht nicht, was da fehlt. Dein Motor ist eine Lichtmaschine. Hier steht aber ganz klar Motor. Hier, Motor. Ja, das ist, so. Aber hier kann ich auch nichts. Mit dem Messer kann ich auch nichts machen. Hier. Ich muss das Eis zum Schmelzen bringen. Vielleicht mit einer Lichtmaschine. Aber ich habe leider keine. Ich habe ja nur einen Motor. Das ist ärgerlich. Hier ist ein Brecheisen. Das könnte ich theoretisch nehmen, um das hier aufzubrechen. Aber dann würde das Spiel ja auch Sinn machen. Warte mal, da war noch was. Hab ich vergessen. Ich werde ein Stromkabel benötigen, um die Heizung einzuschalten. Ich weiß nicht mal. Das ist die Heizung. Das hier ist die Heizung. Wir brauchen einfach nur ein Stromkabel. Mach ich doch ab hier. Dann mach ich auch hier. Motor. Dann mach ich noch einen Knopf rein. Gut, warte. Kann ich das Ding mit einer Batterie? Hier, ich tue Batterie einfach. Okay. Das ist alles total sinnlos, was ich mache. Ich hätte diesen Kaffee nicht trinken sollen. Dann. Wir werden sicherlich herausfinden, die Elster ist weg. Wir werden sicherlich herausfinden, was wir noch machen müssen. Casino-Stream haben wir schon gemacht, hier an dem Ding. Fehlt nur noch Bikini. Hier hatten wir noch... Hierfür fehlt uns eine Maus, die wir da reinstecken müssen. Die Maus fehlte uns noch. Hier ist noch eine Harfe oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Zwischen den Zahnrädern festgeklemmt, aber dafür brauchen wir auch noch eine Art Kurbel, um die Zahnräder zu drehen. Das haben wir schon gemacht, das haben wir geschafft. Dann im Fahrstuhl waren wir auch schon. Das Boot müssen wir aufpumpen. Vielleicht mit der Lichtmaschine. Wahrscheinlich nicht. Hier unten war auch nichts mehr zu tun, daran erinnere ich mich noch. Glockenturm und hier war sonst auch nichts mehr, ne? Das sieht interessant aus. Hier ist aber nichts. Ich kann mal... Schau mal ein bisschen durch. Da ist nichts. Das haben wir. Hier haben wir, glaube ich, auch schon alles gemacht. Hier gab es auch nichts. Ich hätte einfach... Ich hätte nicht auf hart spielen sollen, damit die Sachen leuchten, die wir noch machen können. Wieso falle ich immer wieder drauf rein? Warum lasse ich mich immer wieder breitschlagen? Ich weiß es doch auch nicht. Hier geht es noch rein, aber ich glaube, wir haben alles gemacht, ne? Ich glaube, hier hatten wir, glaube ich, alles erledigt. Wenn jetzt nicht noch irgendwas... Das hier sieht verdächtig aus, aber ich glaube, den haben wir auch gemacht. Hier haben wir alles gemacht. Den Safe haben wir geöffnet. Die Mona Lisa hier macht nichts. Die existiert aber nur in der Gegend rum und kostet Sauerstoff. Hier ist nichts. Bisschen Spinnenweben. Die Spinnenweben bewegen sich. Und hier war auch nichts mehr zu tun.
Hier war halt auch nichts mehr zu tun. Wo war denn die Karte? Oh. Ach so. Ach so. Okay, okay, warte mal. Offene Aufgaben. Wir haben alle Aufgaben erledigt. Wir haben alle Aufgaben erledigt. Wir sind hier. Hier gibt es ein Geheimnis. Es gibt keine... 25 Geheimnissen haben wir schon. Ja, dann... haben wir es ja geschafft. Glockenturm. Wollte ich gar nicht. Aber hey, Notausgang. Das heißt, wir müssen irgendwas. Ich gehe nochmal schnell. Ich gehe nochmal schnell hier. Da kommen wir aber nicht hin, verdammte Axt. Warte mal, wie komme ich? Vom Marktplatz kämen wir da hin, ne? Das wäre hier der Bus. Wir müssen das Boot aufblasen. Aber ich habe nichts zum Blasen dabei. Eine Pumpe wäre sinnvoll. Ich kann das Boot nicht mit dem Mund aufblasen. Aber wie blasen wir denn jetzt? Wir haben alles erledigt. Du kannst in geheimen Bereichen Geld finden. Geheime Bereiche sind nicht markiert. Du musst sie selbst finden. Wenn ein Bereich ein Dollarzeichen auf der Karte neben sich hat, dann ist dort immer irgendwo noch ein geheimer Bereich. Das heißt, die haben wir auch alle gefunden. Du kannst das Geld ausgeben, um deinen Garten zu gestalten. Wir haben unseren Garten gestaltet und wir haben es ausgegeben. Aber wir haben jetzt alles erledigt. Ich verstehe es nicht. Haben wir wirklich alles erledigt? Ich bin so dumm. Ich wollte doch, bevor ich weiterspiele, wollte ich noch mal gucken, wie es geht. Ich wollte doch noch mal gucken, wie es geht. Und jetzt ist es wieder so spät gerade. Oh Mann, warum spiele ich das Spiel immer, wenn mein Gehirn käst? Okay, wie ging das nochmal? Wir müssen hier 3 voll kriegen und hier 4. Ich habe die Logik letztes Mal nicht verstanden. Also, ne, ich verstehe schon, was gemacht werden muss. Das verstehe ich schon. Aber ich habe... Mein Gehirn muss die Logik rallen. Und ich habe die Logik, glaube ich, letztes Mal nicht gerallt. Das wird diesmal wird wieder ein bisschen dauern. Wie kriege ich jetzt 4 rein? Ich müsste das hier leer machen. Und dann müsste ich das hier nach oben... Aber ich kann ihn nur nach oben, ich kann ihn nicht links und rechts machen, ne? Ich kann ihn hier nur auch wieder voll machen. Und das dann da oben, gleiches Prinzip. Hier oben rüber. Dann haben wir hier 4 drin, was richtig ist. Ach, 4. Die haben wir sogar, das haben wir sogar schon. Aber links, rechts kann ich nicht machen, ne? Links, rechts geht nicht, ich kann nur hoch, runter. 9 und 4.
Also das haben wir schon mal. Ich bin sehr stolz. 9 und 4. Wie kriege ich jetzt hier einen raus? Der erste ist einfach. Boah, hier werde ich verzweifeln, glaube ich. Hier werde ich verzweifeln. Mir fehlt einfach noch ein Funke. Weil jetzt kann ich das nach oben füllen. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich unten wieder 3. Aber das kann es ja nicht sein. Jetzt nach oben füllen. Ich meine, viel mehr bleibt mir nicht übrig, ne? Ja, das wird nicht funktionieren. Ja, fuck. Das ist überhaupt nicht meins gerade. Ich glaube, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Ich glaube, die Logik ist überall ähnlich. Das Größere ins Kleinere füllen. Dann habe ich jetzt 3 da unten. Und die muss ich wieder hochfüllen eigentlich. Und dann müsste ich die hier voll machen. Und müsste die wieder hochfüllen. Und dann bin ich wieder bei 1. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich schneide das auf YouTube so, als wäre ich schlau. Ich müsste jetzt oben leer machen, da habe ich oben 1 drin. So. Da kann ich hier wieder voll machen. Aber dann baller ich das ja wieder komplett nach oben. Und dann habe ich oben 8. Das ist toll. Jetzt kann ich die nach unten kippen, theoretisch. So, oder? Da habe ich wieder 1 oben drin. So, das hier kriege ich hin. Das schaffe ich. 5 und 1, gucke ich nochmal. Ich meine, voll machen kann ich hier unten immer. Wir brauchen nur noch 1 oben. Irgendwie. Ich habe eine 6 oben. Wenn ich das jetzt rüberkippe, bringt es nichts, ne? Ich muss das jetzt wieder voll machen. Und muss dann eigentlich da wieder 6. Alles klar. Okay, das kriege ich hin. Und wir haben es. Dann fehlt nur noch das hier. Fuck my life. Okay, ob ich das jetzt richtig mache, weiß ich nicht. Okay, oben. Oben die 9 kriegen wir immer voll. Da unten brauchen wir 4. Ich darf nur keinen falschen Knopf drücken jetzt. Aber kriege ich auf diese Weise eine 4? Jetzt habe ich 4 übrig, dann habe ich eine 5.
Jetzt hätte ich hier eine 4 leer. Aber ich muss sie ja eh runterkippen. Dann haben wir jetzt wieder 7. Dann haben wir 7. Ja, dann komme ich genau auf 0. Dann komme ich genau auf 0. Ja. Ich glaube, ich hab's. Ich weiß schon, warum ich das nicht machen wollte. Ist das unten voll? Oh. Hä? Wie konnte ich das denn immer nicht schaffen? Hä? Wie? Dann spiele ich mal weiter auf meine ganz normale, charmante Art und Weise, ja? Endlich haben wir eine gestanzte Lochkarte. Ich bin sehr froh darüber. Gut, haben wir das gemacht. Ich bin sehr stolz auf uns. Das haben wir toll gemacht. Ja, endlich geht es weiter mit der gestanzten Lochkarte. Yeah. Jetzt muss ich nur... Oh Gott, die Luft da unten ist echt übel. Jetzt muss ich nur gucken... Wo war denn? Ich erinnere mich dran, dass man die Lochkarte irgendwo ein... War das... Das war nicht bei dem Ding, ne? Wo konnte man die Lochkarte dann einfügen? Es ist halt so doof, wenn man Pause macht. Hier war es nicht. Hier muss man die Maus einfügen. Wenn ich hier diese Musik höre einfach, ne? Diese... Wo war denn die Lochkarte? War die in irgendeinem Laden? War die im Antiquitätenladen oder so? Nee, da war nichts mehr. Hatten wir nicht irgendwas, wo wir eine Lochkarte einfügen konnten? Mir war so. Zerstörtes Gebäude. Ach, das war der Anfang hier, ne? Kanalisation, Ausgang, Abwasserkanal, U-Bahn-Station. Wollte ich nicht. Hier war es, glaube ich, nicht. Hier konnten wir, glaube ich, da war das hier und das da. Sonst hatten wir hier nichts. Ich guck mal ohne groß Backtracking erstmal hier. Ich könnte schwören, wir hatten das irgendwo mit der Lochkarte. Ich könnte schwören. Was war das? Nee, der PC. Ich dachte, der PC war es hier, aber da war irgendein cooles Video drauf. Hier müssen wir irgendwas aufs Gaspedal packen. Hier haben wir schon alles gemacht, ne? Ja, da haben wir schon alles gemacht. Hier ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Okay, Loch. Es ist einfach so ein Pixelsuchspiel, ne? Es ist einfach so ein Pixelsuchspiel. Hätte ich auch sehen können, aber auf 4K ist das winzig. Das könnt ihr gar nicht nachvollziehen. So. Oh, da kriegen wir eine neue Blume. Orchis Squid. Als sie mich hörte, kroch sie aus einem Lüftungsrohr. Sie sieht aus wie ein Hybrid aus einem Tintenfisch und einer Orchidee. Aber sie ist meine Frau. Der giftige Duft der Orchideen berauscht das Opfer und die Tentakel packen es und saugen den Lebenssaft aus. Und deswegen liebe ich sie. Gemessen an dem hohen Niveau der Mutation muss die Quelle ganz in der Nähe sein. Okay, gut zu wissen. Hier ist der Schlitten vom Weihnachtsmann. Ich guck mir mal alles an. Hier kommt Lochkarte rein, ne? Mal schauen, was wir uns da Schönes gestanzt haben. Leite die elektrische Spannung von A nach B. Oh, das nächste. Oh Gott. Da ist zu spät. Okay, da geht's... Okay.
Ich glaube, ich bin schon falsch. Ich glaube, ich muss da oben lang. Das wird lustig. Das wird viel Trial and Error. Denn ich kenne die Map nicht auswendig. Komme ich da rüber? Ja. Das sieht gut aus. Sackgasse. Das sieht nicht so gut aus. Dann einmal hier rüber. Sportlich, sportlich. Los geht's, auf geht's. Da oben lang. Dann hier rüber. Na los. Einmal wieder zurück und wir gehen auf den unteren. Einmal hier rüber. Sportlich bleiben, Leute. Sportlich bleiben. Dann einmal hier oben rüber. Das ist einfach ein wissenschaftliches Game. Das hätte man sofort wissen müssen. Wehe, hier ist eine Sackgasse. Dann bin ich erbost. Sackgasse, aber oben lang sieht gut aus. Bitte sag, dass nur einmal so ist. Wir haben es geschafft. Das war angenehm. So sollte man es immer machen. So. Alter, wenn ich noch einmal diese Rätselmusik höre, ne? Ich bringe jemanden um. In-game. Es ist alles mit Schlamm bedeckt. Ich muss ihn abwaschen. So. That's what he said. So, da drüben steckt noch einer drin, glaube ich. Der Teil des Schlüssels mit Erkennung fehlt. Ja. Oh, Goldbarren. Ja klar, Goldbarren, natürlich. Der Teil des Schlüssels mit Erkennung fehlt. Okay, okay, okay. Was haben wir noch alles Schönes? Haben wir hier noch? Da ist noch ein, da liegt noch ein Bein. Sichel. Medaillon. Alter, was ist denn hier los? Und Kaffeebohnen. Junge, 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 wir werden richtig reich. Hier ist noch was. Ich brauche ein geeignetes Werkzeug, um diese Steine zu entfernen. Ja, mit dem Messer geht alles. Okay, da liegt noch mehr. Vielleicht eine Leiche. Aber ich guck mal, was ist jetzt mit dem Motor hier? Können wir jetzt fahren oder was ist... Wozu habe ich das Rätsel gemacht? Wieso läuft der Motor die ganze Zeit? Wie nervig ist das denn? Wie... Oh, warte. Ein Stromkabel mit europäischem Stecker. Das gibt es selten. Da sind wir jetzt alle sehr glücklich drüber. Und ich gehe nochmal zurück. Das Stromkabel, die Steckdose, das Geschäft, hier. Der Stecker, dort. Stromkabel. Zum Glück Kaltgerätestecker. Der Kohleautomat. Und es ist mollig warm hier drin. Flasche Wasser. Ich dachte, ich muss was reinstellen. Das war's. Für eine Flasche Wasser. Ich habe eine Flasche warmes Sprudel. Okay, mit Wasser kann ich das wahrscheinlich abwaschen, aber da fehlt mir noch ein Lappen, oder? Brauche ich dafür einen Lappen oder bin ich der Lappen? Das frage ich mich ja immer bei solchen Spielen. Kannst du überhaupt gewinnen bei Wimmelbild spielen, weil du schon verloren hast, weil du sie spielst? Ah, normales Wasserverhalten. Das gute Geroldsteiner. Ich muss den Schlamm abwaschen. Oh, so ein Schlammassel. Oh nein. Wenn ich doch bloß ein Stückchen Stoff hätte. Hallo Nachtfalter. Ein Stückchen Stoff. Irgendwas, eine alte Zeitung. Oder vielleicht hier ein Stückchen. Geht natürlich auch nicht, ne? Kann ich ein Stückchen Stoff? Ich, Mann. Leute, ich brauche Stoff. Ich brauche dringend Stoff. Hat jemand Stoff, Leute? Oh Mann, ein bisschen Stoff wäre echt super. Wieso geht eigentlich eine U-Bahn-Station? Wieso geht in der Garage eine Treppe in die U-Bahn-Station? Wieso geht aus einer Autogarage, also Autowerkstatt, eine Treppe in eine U-Bahn-Station? Warum stelle ich mir überhaupt noch Fragen? Warum gebe ich es nicht einfach auf? Okay, wir haben Gold. Barren 1. Kommen noch mehrere. Und Medaillon. Können wir mit der Sichel... War das da vorher schon mit dem Grün? Okay, das war vorher. Okay, war vorher schon. Haben wir mit der Sichel irgendwas, was wir abmachen können?
War noch irgendwo Gras oder irgendwas? Um sicher zu gehen. Kurbel, Maus, weg. Oh, warte. Mein Ohrläppchen kitzelt. Im Geschäft? Das haben wir. Im Geschäft? Da war auch noch das hier. Im Geschäft? Hier ist doch nichts mehr. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Null, niente, nada. Funktioniert nicht? Sichel. Na, sicherlich. Medaillon. Ja. Im Geschäft ist nichts. Da ist nichts. Ich habe das Gefühl, die Rätsel werden rätseliger. Ich bin mir nicht ganz sicher. Glockenturm. Aber hier war nichts mehr, ne? Das haben wir gemacht. Da haben wir geklaut. Da haben wir geklaut. Wir haben alles mitgenommen. Der Bürgermeister sehr aktiv. Haben wir auch schon gesehen. Hier ist nichts. Nichts ist da. Nichts. Haben wir hier wieder so einen komischen Hotspot, wo man nicht hinkommt sonst? Wo man genau hinklicken? Oder kann ich da generell? Nee. Kriege ich die weg, die Pflanze? Also ich klicke hier überall rum, klicke, aber da passiert gar nichts. Ich streiche gerade die Pflanze sehr intensiv. Sie mag es auch ein bisschen. Ich glaube, sie zwinkert mir zu. Und wir haben ein Date für nächsten Donnerstag ausgemacht, aber da passiert nichts. Ich glaube, wir müssen hier durch. Aber hier ist nichts anklickbar. Da ist rein gar nichts. Okay. Sichel und Medaillon. Und ein Motor, der eine Lichtmaschine ist. Lautsprecher. Hier haben wir auch alles, ne? Hier laufe ich immer so durch, aber hier haben wir alles. Zweimal die Krähe gemacht. Hier ist sonst nichts mehr. Tankstelle, okay. Easy peasy. Hier geht's auch nirgends lang. Nein. Oben waren wir schon. Hier gibt's auch nichts mehr zu tun. Ich frage mich immer noch, ob der Motor irgendwie für das Schlauchboot ist. Es sei denn, es ist eine Lichtmaschine und wurde falsch übersetzt. Das weiß ich nicht genau. Ich werde dahingehend sehr verunsichert die ganze Zeit. Aber auf jeden Fall fehlt uns dafür noch ein bisschen Puste. Da können wir nichts machen. Hier mal ist leer geräumt. Hier gibt es auch gar nichts mehr. Ich werde mich tausendmal vergewissern. Okay. Vergewissern. Hier war auch nichts mehr. Hier habe ich mich schon tausendmal vergewissert. Da ist ein totes Baby. Hier ist ein brennender Baum. Da ist nur der Gulli. Hier haben wir auch nichts mehr. Antiquitätengeschäft. Hier war auch nichts mehr. Sorry, wenn ich 30 Mal hier durchlaufe. Ich bin gewillt, einmal die Hilfe zu drücken. Mein Stolz lässt es zu, weil ich ihn offenbar schon beim Starten des Spiels aufgegeben habe. Da ist vom Stolz nicht mehr viel übrig. Man hat es ja auch gekauft. Weißt du, was ich meine? Man hat dafür Geld ausgegeben. Also hier haben wir alles gemacht. Hier gibt es nichts mehr. Und ich weiß langsam nicht mehr so genau. Das hier ist, glaube ich, generell keine große Hilfe. Vielleicht, weil wir auch schwer spielen. Kann mir vorstellen, dass wir deswegen hier gar keine Hilfe kriegen und alles nur als erledigt gilt. Keine Ahnung. Der war auch noch da. Der war ja auch noch da. Den habe ich ganz vergessen.
Da wäre doch gerade die Sichel ist doch da genau durchgegangen. Und wir nehmen die Maus einfach mit in der Tasche, na klar. Weil, warum auch nicht? Hallo? Sag mal, diese Nachtfalte hier. Langsam mache ich mir Sorgen. So, Maus. Es fehlt immer noch was. Aber was soll denn jetzt noch fehlen? Ein Stück Käse? Oder Medaillon? Was fehlt denn noch? Batterie? Aber wo soll ich denn dann... Wo soll ich denn rein? In die Maus. Wo soll ich denn rein? Irgendwas fehlt dir noch, aber ich sehe auch gerade nicht so genau. Hier fehlen so grüne Quadrate noch, ne? Weil hier sind welche, hier fehlen welche und da fehlen welche. Ich würde sagen, die fehlen da. Weil was anderes sehe ich hier nicht. Ich würde sagen, die sind's wohl. Ich würde sagen, die sind's wohl. Cool. Game of the Year. Das hatten wir gemacht. Oh boy. Das ist einfach. Hier haben wir, glaube ich, auch schon alles gemacht. Alter, wie soll man denn das. Wie soll man denn das entdecken? Wie soll man denn. Holy shit! Also wir müssen wirklich Pixel absuchen. Du Lappen. Wir müssen wirklich alle Pixel absuchen. Ich bin umringt von Nachtfaltern. Ich muss alles einfach anklicken, was es gibt auf der Welt. Da fehlt was. Hä? Kann ich nicht mit Goldbarren spielen, wie der normale Mensch? Oh, Alter, kann ich nicht einfach hier reinkotzen und bis sich das, dann verhärtet sich das und ich kann die Kotze als Stück benutzen? Da fehlt was, oh, hier fehlt was. Und dazu immer diese Inspektor Columbo-Musik bei jedem Rätsel, immer die gleiche. Und du weißt genau, oh, jetzt wird's scheiße. Eben gerade war es noch scheiße, aber jetzt wird's scheiße. Endlich mal Abwechslung.